hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz nochmal bei einem Bürgerdialog geäußert und gesagt, er ist durchaus dazu bereit, auch nochmal mit dem russischen Präsidenten über einen Frieden zu verhandeln. Der müsste sich aber erst bewegen. Und da kommen wir zu der entscheidenden Frage. Ist denn Putin bereit, sich zu bewegen, also etwa Truppen aus der Ukraine abzuziehen? Ja, da sprichst du den ganz entscheidenden Punkt an. Das hat auch Scholz bei dem Bürgerdialog in Brandenburg klargemacht. Der erste Schritt muss von Putin ausgehen, sagte Scholz. Das heißt, er müsse die Truppen aus der Ukraine abziehen. Dann könne man sich unterhalten. Und Scholz hat signalisiert, natürlich würde ich mit Putin reden, aber er muss irgendein Signal geben. Und dieses Signal würde es aktuell nicht geben. Und wenn wir diese Attacken, die wir in den vergangenen Tagen hier und auch in anderen Regionen der Ukraine erlebt haben, sehen, dann ist es ein ganz eindeutiges Zeichen, dass Putin überhaupt kein Interesse hat an Frieden, sondern dass er weiterhin versucht, die Ukraine zu zerstören und weitere Teile zu erobern. Und man muss ja leider sagen, dass es auf dem Schlachtfeld aktuell eben auch besser wieder für ihn läuft, dass sich das Momentum gedreht hat, die Ukraine jetzt nach der gescheiterten Gegenoffensive in der Defensive ist und Russland unter anderem auch hier in Avdiivka versucht, eben die Stadt einzunehmen, Regionen zurückzuerobern. All das zeigt, wie angespannt die Lage ist und es gibt keinerlei Anzeichen, dass Putin aktuell bereit ist für Verhandlungen. Ibrahim, vielen Dank für all die Informationen aus Pokrovsk.